Bratkartoffeln sind, wie ich finde, ein Gericht, was immer geht. Sie sind schnell gemacht, günstig und richtig lecker. Ich stelle meine rein pflanzlich her, ohne Speck, ohne Ei und sonstiges, aber immer noch super lecker und richtig schön deftig. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich sie herstelle, bleibt jetzt dran. Wir setzen eine Pfanne auf, stellen die Herdplatte an und geben großzügig etwas Öl in die Pfanne. Ich verwende Olivenöl. Können ruhig so 4 Esslöffel ungefähr sein. Nun warten wir, dass das Olivenöl sich erwärmt und dann kommen 500 Gramm Kartoffeln hinzu. Die habe ich schon mal geschält und in kleine Würfel geschnitten. Das Öl ist heiß genug, nun kommen die Kartoffelwürfel hinzu. Vermischt einmal kurz die Kartoffeln mit dem heißen Öl und dann bratet ihr die Kartoffelwürfel unter großer Hitze an, ungefähr für 5 Minuten. Aber vergesst dabei nicht ab und zu rühren, damit sie euch nicht festkleben oder anbrennen. Nach den 5 Minuten salzen wir etwas mit Meersalz und geben etwas schwarzen Pfeffer hinzu. Einmal umrühren. Die Kartoffeln haben jetzt schon stellenweise etwas braune Farbe angenommen und werden richtig schön knusprig. Die Temperatur verringern wir etwas und stellen sie etwas hinunter. Und wir lassen das Ganze noch für 10 bis 15 Minuten weiter braten und rühren gelegentlich um. Je nach Kartoffelgröße muss man halt schauen, manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal geht es auch schneller. Um zu testen, ob die Kartoffeln durch sind, nehmt ihr euch einfach eine, beißt drauf und wenn sie weich ist, wisst ihr, dass sie durch ist. Wenn euch Farbe und so die Knusprigkeit gefallen, dann könnt ihr eine halbe Zwiebel hinzugeben, einfach klein geschnitten. Die geben wir übrigens nicht am Anfang hinzu, weil sie sonst verbrennen würde während der ganzen Bratenzeit. Eine kleine Spitzpaprika, eine rote, klein geschnitten. Und wer mag, kann auch noch 2 bis 3 Gewürzgurken klein geschnitten hinzugeben. Ich würze noch ganz gerne mit etwas geräucherten Paprikapulver. Da könnt ihr auch zum Beispiel scharfes verwenden. Ich verwende jetzt aber mildes. Und etwas gemahlener Kümmel darf bei mir nicht fehlen. Den könnt ihr aber natürlich auch weglassen. Auch gebe ich noch etwas tiefgefrorene Petersilie hinzu, ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Rühre sie kurz unter und stelle jetzt den Herd aus. In der Zwischenzeit, wo ich den Tisch decke, können die Bratkartoffeln nochmal schön durchziehen, die Zwiebeln ein bisschen mit andünsten noch in der Restwärme und dann kann auch schon serviert werden. So sehen die Bratkartoffeln jetzt angerichtet aus. Ihr könnt sie so servieren als eigenständige Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit, aber natürlich auch mit Brot essen und was auch ganz lecker ist, noch etwas Zitronensaft drüber zu träufeln. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!